Der luxemburgische Außenminister bekommt sein Rasenmäher nicht an. Das Reizvolle an Pascha Rafis Film Foreign Affairs sind die Kontraste zwischen trivialen Alltagsbildern und dem großen Parkett der Außenpolitik. Pascha Rafi ist selbst in Luxemburg aufgewachsen und hat den luxemburgischen Außenminister über ein Jahr lang durch die ganze Welt begleitet. Der dienstälteste Außenminister der EU ist Presserummel eigentlich gewöhnt. Dass sich ein Filmteam jetzt so intensiv nur auf ihn konzentriert, war aber auch für den Routinier eine Herausforderung. Jetzt weiß ich ja, dass ich gefilmt werde. Aber mit ihm wusste ich es nicht. Ich habe nur meine Arbeit gemacht. Manchmal hat er mir gesagt, jetzt setz dich oder leg dich, habe ich das auch gemacht. Oder mach die Mähmaschine an, habe ich das auch gemacht. Aber normalerweise, wenn man ja politisch handelt und seine Arbeit macht, dann schaut man nicht, wer, wie man oder von, aus welchem Winkel man gefilmt wird. Es gibt keinen Sprechertext. Regisseur Rafi lässt seine Filmszenen bewusst unkommentiert. Der Film ist kein Porträt im klassischen Sinne. Nur in ganz wenigen Szenen kommt der Zuschauer dem Menschen Asselborn nahe. Das liegt daran, dass es keine direkten Interviews mit Asselborn gibt und an Regisseur Rafis Vorliebe für totale Einstellungen. Wir sehen ja immer nur diejenigen, die an der Küste ankommen und ans Meer gehen. Wir sehen nicht diejenigen, die auf dem Weg durch das Kriegsgebiet schon sterben. Ja. Ich bin Fotograf und als Fotograf mache ich fast ausschließlich Porträts und ich bin immer wahnsinnig weit weg, wenn ich Porträts mache, weil mir die Umgebung so wichtig ist. Ich finde, in der Umgebung liegen auch Informationen und die interessieren mich. Das heißt, ich finde, wenn man so nah filmt, sieht man eigentlich weniger, als wenn man ein bisschen weiter weggeht und sieht, wo das passiert. Rafis Bilder sind komplett durchkomponiert. Er begibt sich durch geschickt gewählte Einstellungen immer wieder auf die Metaebene und zeigt damit die Vielschichtigkeit seines Themas Außenpolitik. Er folgt Asselborn immer da noch etwas weiter, wo andere Kameras stehen bleiben. Das gibt dem Zuschauer tatsächlich das Gefühl, hinter die Kulissen der Welt der Außenpolitik zu blicken. Ich wollte einen Film über Außenpolitik machen, um durch ihn die Außenpolitik zu zeigen. Also wenn die Figur jetzt uninteressant oder glatt gewesen wäre, hätte der Film, glaube ich, nicht funktioniert. Also er ist schon sehr wichtig, aber über ihn hat man dann all die zeitgenössischen großen Probleme der Welt, erfahren wir dann im Film. So, Dietmar, just ein Mot. Les chiites et les sunnites dans le monde arabe, c'est pas les amis, disons. Die Lage der Welt durch die Perspektive des kleinen Landes Luxemburg darzustellen, ändert nichts an deren Brisanz. Derselbe Asselborn, der den Rasenmäher nicht anbekommt, spricht mit Opfern des Krieges. Sie werden sehen, dass rundherum, wie Außenpolitik sich produziert, ob es im Sicherheitsrat ist in New York oder im Gespräch zwischen zwei Außenministern oder auch mit der Mähmaschine, ist auch wichtig für die Außenpolitik. Alles sehen Sie im Film.